Hallo ihr Lieben, heute ist Samstag, der 4. Juli. Ist der 4. Juli nicht auch der Independence Day in Amerika? Ah ja, ist ja auch wurscht. Ich habe gerade das Video für morgen gedreht. Ich bin total planlos gewesen. Ich habe heute früh und gestern schon überlegt, was drehe ich denn euch für ein Video, wenn ich eigentlich total verwirrt bin im Kopf und ich bin schon wieder unscharf. Kamera, danke. Ja, auf jeden Fall bin ich im Moment nicht so richtig gedanklich irgendwie auf der Höhe. Ich hatte gestern den ganzen Tag übelst die Kopfschmerzen und habe sehr schlecht geschlafen in den letzten Tagen und habe letzte Nacht erstaunlich gut geschlafen, Gott sei Dank. Aber ich war halt heute früh noch total so neben der Spur. Aber ich musste jetzt drehen, weil nachher wird es hier wieder zu warm und wenn mein Mann wach ist und ihr kennt es. Auf jeden Fall habe ich jetzt überlegt, was ich drehen könnte und habe mich jetzt dazu entschieden, das Video zu drehen mit Liebesromanen, die keine Adults sind, wo die Charaktere einfach schon ein bisschen älter sind. Da hatte ich eine Anfrage bekommen für ein Video, dass ich das doch mal machen könnte und hatte das mal mit auf meine Liste geschrieben. Ich habe noch einige andere Vorschläge von euch, die ich jetzt so nach und nach immer mal mit abarbeiten werde. Aber ich dachte mir, das ist halt so ein Video, wo ich euch einfach nur Bücher empfehlen muss. Und das kriege ich hin in meinem Zustand. Ich glaube, dieses Video ist trotzdem ein bisschen chaotisch geworden und ein bisschen... Aber naja, gut, so bin ich halt. Und ich habe mir gedacht, ich fange jetzt gleich mal noch das neue Weekly Living an, wenn ich einmal hier sitze. Ansonsten ist in den letzten Wochen nichts bei mir passiert, wie immer. Ich habe gelesen, ich habe Throne of Glass rereadet, den ersten Teil, und muss sagen, vieles war so, aha, aha, ach, das ist ja interessant. Ja, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und vieles war so, okay, ja gut, das weiß ich noch. Ja, das mochte ich damals schon nicht. Und ich weiß noch, dass ich Syleena, ihre ganze Art, bin die größte Assassinin von ganz Erilea. Ich fand das damals schon ganz blöd. Und das hat mir auch jetzt wieder nicht gefallen, diese großkotzige Art und Weise von ihr. Ja, fand ich beim ersten Mal lesen schon doof und fand ich jetzt auch beim zweiten Lesen doof. Ich wusste auch gar nicht mehr im ersten Teil, dass sie da so mit Dorian so war. Für mich war das immer eher so in Erinnerung so, ja, die sind wie Bruder und Schwester, die beiden. Und nicht so wie, ich liebe dich. Nein, ich liebe dich. Aber wir können nicht zusammen sein. Also, das hatte ich so überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. So gar nicht, dass das im ersten Teil so war. So 0,00. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich den ersten Teil von Throne of Glass nochmal gelesen, was auch gut so war. Ich werde diesen Monat den zweiten Teil nochmal lesen und dann... Wartet mal, ich mache jetzt hier mal ein Stückchen runter. So, also ich werde dann diesen Monat den zweiten Teil nochmal lesen und dann nächsten Monat den dritten. Und dann lese ich ja rein theoretisch mit der Nina im September den vierten. Mal ja mal gucken, wie das so funktioniert und klappt. Ansonsten lese ich aktuell The Something About Him von Rachel Higginson. Das ist der vierte und letzte Teil der Opposite Attracted Reihe. Ich habe da jetzt so die ersten, ich glaube, 100 Seiten gelesen und ja, es ist ganz süß. Hat mich bisher aber noch nicht so gecatcht wie jetzt der erste Teil. Gucken wir mal, wie sich das noch so entwickelt in dem Buch. Ich vermute, dass das Buch für mich so in die Kategorie süße, niedliche Liebesgeschichte fällt, aber halt jetzt nichts Besonderes für mich wird. Das ist so meine Vermutung, weil meistens sind diese Bücher dann so, dass ich sage, oh mein Gott, die sind von Anfang an so unglaublich gut. Ja, aber lassen wir uns mal überraschen, wohin das mit dem Buch so mich noch führt. Dann habe ich aber auf jeden Fall noch eine Reihe beendet, wenn ich das Something About Him gelesen habe, was mich sehr, sehr glücklich macht. Und ja, ich habe noch Buchpost bekommen. Mein Mann hat mal wieder seine Payback-Punkte eingelöst und hat mir ein Buch bestellt. Und das packe ich jetzt mit euch zusammen einmal aus. Ich freue mich schon sehr auf dieses Buch. Ich weiß, was drin ist. Er hat mich ja gefragt, was er bestellen soll. Und da habe ich ihm dieses Buch genannt. Warte, jetzt muss ich gucken, wie rum. Es ist natürlich falsch rum. Ich freue mich so auf dieses Buch. Und zwar hat er mir bestellt Wie die Ruhe vor dem Sturm von Brittany C. Cherry. Das ist ja das neue Buch von ihr. Und ihr wisst, ich liebe Brittany C. Cherry. Und jeder, der Liebesromane gerne hat, muss Brittany C. Cherry lesen, sonst hat er echt was verpasst. Und ja, Wie die Ruhe vor dem Sturm ist, glaube ich, schon vor 2 Wochen rausgekommen oder so. Naja, auf jeden Fall, ich habe es jetzt. Und ich lese euch mal hinten den Klappentext vor. Als ich meinen neuen Job als Nanny in einer reichen Familie antrat, ahnte ich nicht, dass es Graysons Kinder waren, die ich betreuen würde. Und auch nicht, dass aus dem Jungen, den ich einmal geliebt hatte, ein Mann geworden ist. Ein eiskalter, einsamer, unnahbarer Mann. Grays Lachen ist verschwunden. Alles an ihm ist in Schmerz versunken. Doch ab und zu erkenne ich den Jungen von damals in seinen sturmgrauen Augen. Und ich weiß, dass es sich um den Jungen zu kämpfen lohnt. Es klingt so gut.
Man fragt sich jetzt schon, oh mein Gott, was ist da passiert? Was zur Hölle ist da passiert? Was ist mit Grayson passiert, dass er so verbittert geworden ist? Was ist zwischen den beiden passiert, dass sie nicht zusammenbleiben konnten? Das sind so die Fragen, die ich mir gerade stelle und ich denke mir einfach nur so, ich will es lesen. Ja, werde ich dann auch auf jeden Fall diesen Monat gleich noch mitmachen und dieses Schätzchen hier verschlingen. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt im Juli neu bei mir eingezogen, wie die Ruhe vor dem Sturm von Brittany C. Cherry. Ich freue mir. Ja, ansonsten ist bei mir jetzt nicht viel passiert in den letzten Wochen. Ich bin immer noch im Homeoffice, ich bin noch den ganzen Tag zu Hause und arbeite halt hier und verbringe Zeit mit Milo und lese ein bisschen und zocke ein bisschen und gammel rum und gehe mit Oma spazieren und telefoniere mit meiner Mama und ja, mehr passiert in meinem Leben halt auch gerade im Moment einfach nicht und ja, mehr habe ich eigentlich auch gerade im Moment nicht zu erzählen. Es ist wirklich schwierig im Moment, aber ich habe jetzt nur noch nächste Woche, die ich arbeiten muss und dann habe ich Urlaub und ich bin schon wieder unscharf. Alter, diese Kamera mobbt mich einfach durchweg. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt nur noch eine Woche arbeiten und dann habe ich Urlaub erstmal 14 Tage. Wir fahren dieses Jahr nicht weg, also wir wären ja jetzt auch ohne Corona dieses Jahr nicht weggefahren durch den Umzug. Das hat ja doch einiges alles an Geld gekostet und ja, deswegen, also diese Kamera macht mich gerade wahnsinnig, ne? Ja, deswegen fahren wir im Urlaub auf jeden Fall nicht weg. Wir wollen mal einen Tag nach Leipzig fahren und da mal ein bisschen gucken. Aber ansonsten bleiben wir zu Hause und es passiert halt nichts. Wir haben gesagt, wir gehen dann vielleicht mal ins Kino oder mal essen oder so. Es ist ja bei uns immer noch diese ganzen Auflagen, bei euch ja sicherlich auch mit Corona. Da macht ja auch das nicht wirklich Spaß, irgendwo hinzugehen und da überall mit dieser dämlichen Maske zu sitzen. Gerade jetzt im Sommer ist das ja nochmal so ein bisschen ekliger, wenn das dann so warm ist und das schwitzt dann alles so darunter und boah. Deswegen werden wir dieses Jahr Urlaub auf Balkonien machen und uns einen entspannten machen und einfach nichts tun 14 Tage lang. Ich höre jetzt auf, euch voll zu quatschen. Ich habe, wie gesagt, eigentlich einfach nichts zu erzählen. Ich werde jetzt hier mein Chaos, was ich gerade vom Drehen gemacht habe, noch beseitigen und werde dann anfangen, das Video schon mal zu schneiden und dann mal gucken, was der Tag heute noch so bringt. Mein Männlein muss heute noch auf Arbeit, der hat Spätdienst heute und morgen. Eventuell treffe ich mich heute Abend mit einer Freundin oder morgen, mal gucken. Und ja, ansonsten muss ich auf jeden Fall mit Tina noch DBD aufnehmen, wenn die Zeit hat. Und ich wollte noch ein bisschen Life is Strange aufnehmen. Ich habe ein neues Let's Play angefangen auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, wer von euch das vielleicht gesehen hat. Ich habe mit Life is Strange angefangen. Das ist so weird, ne? So Videos alleine zu machen. Ich habe mich jetzt so daran gewöhnt, dass Tina immer da ist. Und wenn du dann da so alleine sitzt und dann denkst du, was erzählst du mir jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll zu diesem Video. Das ist echt strange. Naja, egal. Ich möchte Life is Strange auf jeden Fall let's playen. Und dann boxe ich mich jetzt da durch. Ich werde aber dort die Videos jetzt sehr, sehr länger machen. Ich mache momentan 2 Videos die Woche, Dienstag und Samstag. Die sind so alle zwischen 20 und 30 Minuten lang, die Folgen. Ja, gucken wir mal, wie das so läuft. So, ja, aber ansonsten gibt es jetzt wirklich nichts zu erzählen. Ich mache jetzt hier mein Chaos weg, gehe an den Rechner, fange an, das Video von eben zu schneiden, dass das morgen online gehen kann und dann gucken wir einfach mal, was der Tag heute noch so bringt. So, ich würde sagen, ich melde mich die Tage. Tulidu. Hallo ihr Lieben, heute ist Montag, der 6. Juli und ich dachte mir, ich melde mich mal wieder bei euch und gebe euch ein kleines Update, was hier so los ist. Heute war kein guter Tag. Heute war aus Büchersicht, obwohl es war schon ein bisschen ein guter Tag, aber es war eigentlich aus reinen Abbausicht ein sehr, sehr schlechter Tag. Ich hatte letzte Woche den Verlag angeschrieben von Cat & Cole und hatte gefragt, was denn mit dem dritten Teil ist. Weil er ist in Englisch jetzt schon ein bisschen draußen und man hat bis jetzt noch nichts gehört, ob der übersetzt wird, ob er nicht übersetzt wird. Dieses Buch wurde bisher nicht angekündigt und ich hatte schon so eine ganz, ganz böse Vorahnung. Und habe dann aber gedacht, ich frage den Verlag nochmal und habe eine Mail hingeschrieben und heute kam die Antwort und ich habe diese Antwort auch bei Instagram gepostet, woraufhin ich sehr viele Nachrichten von euch bekommen habe. Und ich bin natürlich froh, dass ich nicht alleine bin, dass es euch genauso geht wie mir mit dieser Antwort. Nämlich, dass das Buch leider nicht genug Fans hatte und das Buch nicht oft genug verkauft wurde und deswegen der dritte Teil nicht übersetzt wird. Und ich solle doch bitte sie bitten um Verständnis. Auf jeden Fall habe ich heute gedacht bei dieser Antwort, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ich weiß nicht, wie
ich das anders sagen soll. Ich bin so sauer. Das ist jetzt bei mir, ich glaube, die 10. Buchreihe, die ich quasi abbrechen muss, weil die letzten Teile nicht übersetzt werden. Und ich bin echt richtig, richtig angepisst auf gut Deutsch. Ich bin wirklich angepisst auf die Verlage. Das ist jetzt nicht nur, wie heißen die, Thiemann Esslinger Verlag, wo Planet dazugehört. Das sind auch alle anderen Verlage. Und ich finde, die Scheißverlage sollten sich einfach mal langsam ein bisschen was schämen, was sie mit uns Büchermenschen hier machen. Ich bin echt an einem Punkt, ich bin richtig sauer. Und ich hatte es ja letztes Jahr in meinem Video schon gesagt, dass ich gucke, dass ich die Reihen, die ich angefangen habe, irgendwie zu Ende kriege, wenn sie denn zu Ende übersetzt werden. Und dann neue Reihen nur noch anfangen werde, wenn sie komplett übersetzt sind. Dann warte ich halt 4 Jahre, bis ich eine Reihe lesen kann. Okay, aber dann weiß ich wenigstens, sie ist komplett. Sowas ärgert mich einfach. Sowas ärgert mich zutiefst und ich bin einfach nur noch richtig sauer. Und Cat and Cold 2, wer von euch diese Geschichte gelesen hat, weiß, dass der zweite Teil ein übles Ende hat mit dem Cliffhanger des Todes. Und ja, ich werde jetzt nie erfahren, wie das ausgeht. Alle Englisch-Cracks da draußen, denen wünsche ich viel Spaß, das Buch auf Englisch zu lesen. Wer mich schon eine Weile guckt und verfolgt, weiß, ich kann in Englisch keine Bücher lesen. Ich kriege es nicht hin. Ich habe es mehrfach probiert. Ich bin am Ende nur noch gefrustet und schmeiße das Buch vor die Wand, weil ich einfach zu viel nachschlagen muss. Und in meinem Alter, jetzt noch anfangen, richtig Englisch zu lernen, ich habe dafür einfach nicht den Kopf, nicht die Geduld, nicht die Zeit. So. Und so wichtig, ganz ehrlich, ist es mir dann auch nicht, dass ich extra deswegen jetzt noch anfange, Englisch zu pauken. Ich habe mein Touristen-Englisch, wie ich es immer sage, mein Denglisch. Damit komme ich im Urlaub überall durch. Ich kann mir Essen bestellen, ich verhungere nicht, ich kann nach dem Weg fragen, alles solche Sachen. Aber zum Bücherlesen reicht es halt leider einfach nicht. Und ja, deswegen werde ich bei Cat and Cole nie erfahren, wie das Ganze ausgeht. Und ich finde es traurig und schade. Und irgendwie ist meine Brille heute schief, kann das sein? Keine Ahnung. Ja. Wieder eine Reihe. Ich meine, hey, ich spare mir ein Buch, was ich lesen muss, aber ich bin trotzdem wütend und traurig. Ich habe heute erstmal, wo ich die Mail gelesen habe, war ich, mein erster Moment war so, ich habe es gewusst, dann war ich traurig und dann bin ich wütend geworden. So voll die Trauerverarbeitungsphasen bei mir, ey. Wirklich, das ist so, es ist einfach so frustrierend als Vielleser. Ich meine, im Moment lese ich ja gerade nicht so viel, aber ich würde mich schon noch so als halbwegs Vielleser bezeichnen. Und wenn du da halt so viele Reihen hast und weißt, dass du halt so viele Reihen hast, die nicht beendet werden, das frustriert einfach. Und man hat einfach überhaupt keinen Bock, noch eine neue Buchreihe anzufangen. Ich habe mir ja letzten Monat den zweiten Teil von Heartless bestellt. Ich weiß gerade nicht, ob ich den lesen sollte, weil ich nicht weiß, ob der Verlag den dritten Teil noch übersetzt. Klar, ich habe das Buch da, aber investiere ich jetzt die Zeit und lese den zweiten Teil und weiß am Ende wieder nicht, was passiert, weil der dritte Teil nicht übersetzt wird? Es ist einfach so frustrierend im Moment für mich. Ich bin momentan eh nicht so auf meinem Lesehoch. Ich bin momentan eher in so einem Lesetief. Das bin ich schon seit einem Jahr. Ich glaube, ich habe mich einfach überlesen. Ich glaube, ich habe mich einfach vor 1,5 Jahren einfach überlesen. Ich habe da im Monat 15, 16 Bücher gelesen und ich glaube, ich habe mich da einfach überlesen. Und deswegen habe ich momentan auch einfach da nicht den Spaß dran. Okay, da bin ich wieder. Ich musste nur mal gerade nach dem Hund gucken. Der musste nämlich mal gerade pullern. Den musste ich jetzt gerade erstmal schnell Pipi machen lassen. Jetzt trinkt er auch wieder was. Ja, auf jeden Fall, wo war ich jetzt gerade? Jetzt bin ich leicht raus. Es ärgert einen einfach nur. Und ich bin halt wirklich an einem Punkt, wo ich sage, ich will keine Reihen mehr lesen. Ich habe da keine Lust mehr zu. Einzelbände ist schwierig, machen Verlage anscheinend auch nicht genug Geld mit. Ich denke mir halt immer einfach so, wie viel Geld muss ein Buch eigentlich einbringen, dass man einen dritten Teil hat, dass man das übersetzt. Wie viel? Was ist die magische Grenze? Das würde mich einfach echt mal sowas von interessieren, weil man hört von den Verlagen halt immer nur die ganze Zeit, ja, das Buch hat sich nicht oft genug verkauft. Ja, wie oft hat sich es denn verkauft? Und wie ist diese Grenze, dass ihr sagt, es lohnt sich? Das würde mich als Leser wirklich einfach mal interessieren, gerade in der aktuellen Situation. Aber man bekommt ja da immer nur so schwammige Aussagen und schwammige Antworten. Und dann halt dieses Gefühl, dass die Verlage dich halt einfach immer nur abfertigen. Mit diesem, ja, ist halt so, Pech gehabt. Das ist halt für mich als Leser auch echt kacke. Dieses Abfertigungsgefühl, weil du kriegst von jedem Scheißverlag die gleiche Antwort. Ich meine, klar, dass sie dir nicht jetzt ihre Bücher offenlegen dürfen, das ist mir auch bewusst, aber
man fühlt sich halt auch null abgeholt bei den Verlagen. So, ja, wir bitten um Verständnis. Danke für nichts. Wirklich. Auf Verständnis könnt ihr kacken. Ich werde von euch sowieso kein Buch mehr kaufen. Das ist so mein erster Gedanke dann. Weil da kommt halt auch einfach nichts weiter. Und das ist, es frustriert mich einfach. Und es frustriert mich extrem. Und es wird viele von euch wahrscheinlich auch frustrieren. Und ja, also für mich, wie gesagt, ich hatte es ja letztes Jahr schon gesagt, ich werde nur noch rein neu anfangen, wenn alle Bücher da sind. Ausnahme Jennifer Armentrout, Brittany C. Cherry. Gut, das sind Contemporary Romance Geschichten. Da ist mir das ehrlich gesagt auch egal, ob eine Reihe fertig übersetzt wird oder nicht. Solange wie die Bücher in sich abgeschlossen sind, ist das okay. Ich bin dann zwar traurig, wenn die Reihe nicht fertig übersetzt wird, aber ich bin nicht so hilflos. Ich werde ja nicht zurückgelassen mit einer offenen Geschichte, sondern ich habe ja einen Abschluss in der Geschichte. Ich weiß halt nicht, wie es mit den anderen Charakteren dann weitergeht. Deswegen, bei Contemporary finde ich das nicht so schlimm, aber bei Jugendbüchern halt ist es absolut, absolut schwierig. Und ich finde es einfach nicht mehr schön. So, jetzt habe ich mich wieder über das Thema stundenlang aufgeregt, deswegen werde ich jetzt aufhören. Ich hatte da alles zu schon letztes Jahr gesagt. Ihr kennt meine Meinung zu dem Thema, aber das war jetzt nochmal so ein... Das bestärkt mich halt einfach wirklich in dem ganzen... zu warten, bis alle Teile übersetzt werden. Ich weiß, dass das schwierig ist, weil wenn man erste Teile von einer Reihe gar nicht erst kauft, wie soll diese Reihe dann Unterstützung kriegen, dass sie bis zum Ende übersetzt wird? Aber ich denke mir halt einfach, wir als Leser haben es doch am Ende in der Hand, was die Verlage tun. Und es wird meiner Meinung nach einfach Zeit, dass man den Buchmarkt einfach mal ein bisschen ändert. Denn ich muss ehrlich sagen, ich finde persönlich das System, wie es KISS hatte am Anfang, wirklich richtig gut. Die haben nur rein übersetzt, die komplett da waren. Und haben die Bücher dann auch kurz hintereinander rausgebracht. Und ich bin ein Mensch, wenn ich sowas habe, dann kaufe ich mir auch alle Bücher mit einmal, wenn es mich interessiert. Damit ich sie alle da habe, damit ich sie lesen kann. Das macht für mich als Leser auch einfach mehr Sinn, als anderthalb Jahre auf einen Teil zu warten. Deswegen würde ich persönlich es sowieso favorisieren, wenn man einfach sagt, okay, man wartet, bis alle Teile da sind, gerade wenn es amerikanische Autoren sind und ja, man übersetzt dann alle Teile, dass die Leser halt auch gleich alles lesen können. Punkt. Ich meine, dass es schwierig ist, rein in kurzer Zeit zu beenden, dass die Autoren dafür auch Zeit brauchen und alles, das sehe ich alles ein, da habe ich auch gar keine Schmerzen mit. Aber dann kann man halt, gerade wenn es amerikanische Autoren sind, kann man auch einfach sagen, okay, dann warten wir. Wir warten. Dann ist es so, dann bringen wir so lange eine andere Reihe raus, die übersetzt wurde. Es ist ja nicht so, dass es nicht genug gibt, ne? Also der Markt ist ja endlos. Also gerade auf dem Büchermarkt, der wird so überschwemmt mit vielen Geschichten. Wo ist da das Problem? Ich verstehe es halt nicht. Aber naja, gut. Ich sehe halt wieder nur die Sicht des Lesers. Ich sehe jetzt wieder nicht die Sicht der Verlage, aber ja, ich bin traurig immer noch sehr darüber. Und jetzt habe ich viel zu viel erzählt über das Thema und wir lassen das jetzt. Ja, aber das war heute das, was mich heute sehr traurig gemacht hat. Ansonsten, was kann ich euch erzählen? Wir haben unseren Soda-Stream heute wieder gekriegt. Ja, mein Mann hat es irgendwie geschafft, diesen Soda-Stream kaputt zu kriegen. Der ging nicht mehr zu. Also man konnte den runter machen, aber dieses Zudrehen, damit man dann das Gas da reinmachen konnte, das ging nicht mehr. Und der war noch kein Jahr alt, also haben wir das Ding eingeschickt und die haben uns einen komplett neuen geschickt. Also konnten sie den alten wahrscheinlich auch gar nicht reparieren. Der war komplett hin. Naja, passiert. Aber wir haben unseren Soda-Stream wieder. Wir haben jetzt einen Nigelnagelneuen und das fand ich sehr, sehr nett von Soda-Stream. Und ja, ansonsten, ich habe heute ein neues Buch angefangen zu lesen. Ich hatte ja Throne of Glass rereadet. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich dazu was gesagt hatte schon. Ich glaube. Nach Throne of Glass habe ich mit Something About Him angefangen. Das habe ich gestern beendet. Und ich muss sagen, es war für mich so mit der Schwächste. Ja, das war eigentlich der schwächste Teil der Reihe für mich. Ja, doch. Ja, wenn ich darüber nachdenke, die anderen waren definitiv besser. Es war eine süße Geschichte, aber mir hat das zu lange gedauert mit den beiden. Die sind wirklich erst ganz am Ende irgendwann mal zu Pötte gekommen. Und das hat mir einfach irgendwie zu lange gedauert. Es waren viele Passagen, waren einfach sehr gestreckt, wo ich sage so, ja, das hat mich jetzt nicht wirklich interessiert, was da auf dem Tisch kommt, so. Gut, aber es ist eine süße, niedliche Liebesgeschichte für zwischendurch, wo man abschalten kann. Das Buch lässt sich easy lesen. Ich habe es in 2 Tagen jetzt durchgelesen. Also das Buch hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass ich die Geschichte langweilig fand oder so, aber
so ein bisschen was hat mir einfach gefehlt. So ein bisschen Schmackes. Ich kann nicht genau sagen was, aber so ein bisschen Schmackes hat einfach gefehlt in der Geschichte. Und ja, ich habe aber die Reihe jetzt beendet. Die Opposite Side Attracted 3 ist für mich abgehakt. Und ja, da ich immer noch beim Reihenabbau bin, habe ich heute ein neues Buch angefangen. Und zwar, ich muss irgendwann mal die Kamera anders halten. Ich kriege gerade einen Krampf in der Hand. Ja, und zwar lese ich mit der Nina gerade Palace of Fire von C.E. Bernard. Dieses Buch suppt ja hier schon eine ganze Weile rum und ich hatte ja den ersten und den zweiten Teil rereadet und ich muss sagen, die Geschichte hat mich im zweiten Teil irgendwo ein bisschen verloren. Ich fand das, was im zweiten Teil passiert ist, teilweise sehr schwierig. Ich fand das schwierig, wie sich das alles entwickelt hat, auch mit unseren Charakteren, und mir hat so ein bisschen die Motivation gefehlt, dann weiterzulesen, weil, wie gesagt, die Geschichte hat mich da irgendwo so ein bisschen verloren. Ich habe den ersten Teil gelesen, ich habe ihn geliebt, ich habe ihn total gefeiert, aber dann der zweite irgendwie, das war auf einmal nicht mehr so meins. Und ja, ich habe jetzt mit der Nina angefangen, den dritten Teil zu lesen, weil sie hängt da auch quasi fest und ihr geht es da so ähnlich wie mir. Und wir haben uns gesagt, komm, wir motivieren uns gegenseitig und bringen jetzt das hier zu Ende. Und vor allen Dingen hinten steht drauf, Teil 3 der hinreisenden Trilogie, verführerisch, fesselnd, großartig. Ja, wow, es ist keine Trilogie, es ist eine Tetralogie, denn es gibt einen vierten Teil. Überraschung! Gut, hier war es ja so, dass es als Trilogie angedacht war und der vierte Teil dann vom Verlag einfach nur noch gesagt wurde, hey, komm, schreib da noch einen vierten Teil, um das rund zu machen. Und ja, wir lesen jetzt erstmal den dritten Teil und danach, glaube ich, entscheiden wir, ob wir den vierten lesen. Ich habe den vierten auch noch nicht gekauft, weil ich mir nach dem zweiten halt echt unsicher war, wie das mit mir und der Geschichte hier weiterging. Deswegen, wir lesen jetzt den dritten, gucken, wie der dritte ist, wie er uns gefällt, wie er uns zusagt, und dann wird entschieden, ob wir weiterlesen. Ich habe jetzt die ersten 60 Seiten gelesen. Erster großer fetter Minuspunkt, die Kapitellänge. Das hatte ich auch schon beim zweiten Teil das Problem. Ein Kapitel ist 40 Seiten lang. Warum macht man sowas? Ich bin ein Kapitelleser. Ich hasse es, mitten im Kapitel das Buch zuzuschlagen. Das heißt, wir sind jetzt gezwungen, weil es der Nina geht es da genauso wie mir, wir sind jetzt gezwungen, von Kapitel zu lesen. Und da wir zeitlich nicht so viel Zeit haben, dass wir jeden Tag 80, 100 Seiten lesen können und wir eigentlich immer im Schnitt so 50 Seiten lesen und wir nicht mitten im Kapitel aufhören wollen, lesen wir jetzt an manchen Tagen wirklich nur tatsächlich ein Kapitel von 30, 35, 40 Seiten. Es geht halt nicht anders. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Also lange Kapitel bin ich überhaupt kein Freund von. Dann muss ich sagen, bin ich in die Geschichte gut wieder reingekommen, was die Story betrifft und die Charaktere und alles. Ist jetzt auch noch nicht so lange her, dass ich den zweiten Teil gelesen habe, aber der Schreibstil. Ich weiß nicht, im ersten Teil hat mich der Schreibstil total gepackt und ich war komplett drin in der Story und ich habe das weggezogen, das Buch. Im zweiten Teil hatte ich das Problem dann auch schon mit dem Schreibstil, dass mir das zu... Ich kann nicht mal sagen, was das genau ist. Der ist gar nicht so ausladend, der Schreibstil. Das ist der nicht. Der ist auch nicht zu poetisch oder irgendwas, aber der ist einfach sehr... Ich kann nicht sagen, was mit diesem Schreibstil ist, dass mich das so stört, aber es ist kein lockerer, leichter, einfacher Schreibstil, sondern schon so, dass man auch effektiv lesen muss und auch mitdenken muss beim Lesen. Man kann das halt nicht einfach so runterlesen. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann nicht genau benennen, was es für ein Punkt ist in der Geschichte, aber irgendwas ist da, was mich so ein bisschen blockiert beim Lesen. Dass es das halt nicht so locker von der Hand geht. Und ich kann euch nicht sagen, was, aber dadurch war es für mich ein bisschen schwierig, diese 60 Seiten zu lesen. Ich habe auch relativ lange gebraucht. Und ja, wir sind jetzt bei Kapitel 3 und lesen dann morgen bis Kapitel 5. Das sind auch nochmal 60 Seiten, die wir dann morgen lesen, knapp ungefähr, also 55, 56 Seiten. Ja, ich bin gespannt, wie das mit der Geschichte wird, ob ich vom Schreibstil her noch reinkomme, ich weiß es nicht. Und wie gesagt, ob ich den vierten Teil lese, entscheide ich, wenn der dritte rum ist. Weil es ist ja als Trilogie angedacht gewesen, das heißt, dieses Buch muss ja ein Ende haben. Ein Ende, mit dem man als Leser ja hoffentlich zufrieden ist. Deswegen mal gucken. Ich bin gespannt, was passiert bei Palace of Fire, die Kämpferin, und werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. So, das habe ich erzählt, das habe ich erzählt, das habe ich erzählt. Ansonsten, uns geht's gut, Milo geht's gut, der pennt jetzt hier, der hat sich jetzt schlafen gelegt, da drüben auf der Couch, und wir packen jetzt noch was aus.
Siehst du, das wollte ich noch. Wir packen noch was aus, denn mein Mann hat für mich ein Buch bestellt. Ich habe letztens mit der Janine, hallo, falls du das siehst, sei Grüße an dieser Stelle. Janine, die in meiner Nachbarstadt wohnt. Wir haben letztens geschrieben und hat sie mir ein Bild geschickt von dem Spin-off quasi der Diamonds for Love-Reihe und hat gesagt, oh, guck mal, das Buch, das kommt ja bald raus und bla. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann habe ich dann festgestellt, das ist ja schon der zweite Teil aus der Reihe. Und mir ist total, an mir ist das total vorbeigegangen, dass da der erste Teil dieses Spin-offs quasi schon draußen ist. Ich habe das voll irgendwie verrafft und nicht mitbekommen. Und dann habe ich das Buch halt einfach mal pro forma auf meine Wunschliste gesetzt. Und naja, mein Mann, er ist wie er ist, er hat das halt mitbekommen und hat mir dann das Buch gleich bestellt. Und ich sage jetzt auch nicht, wo er es bestellt hat. Ne? Ich kann nichts dafür. Und ja, ist ja jetzt auch wurscht. Es ist ja ein einzelnes Buch. Ich packe das jetzt mal aus. Dann wisst ihr auch, um welches Buch es geht. Wartet. Tada! Ich muss sagen, ich finde das Cover nicht schön, aber okay, es geht ja auch um den Inhalt. Flowers of Passion, verführerische Rosen von Leila Hagen. Das sollte das Spin-off zu Diamonds for Love sein. Hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich mich da jetzt nicht irre. Aber Familie Connor, das waren ja die Cousinen und Cousins von den Bennets. Ich bin jetzt nicht komplett irre. Also falls ich mich irre, tut es mir leid. Aber ich bin der Meinung, das ist das Spin-off. Und es geht hier um die Cousinen und Cousins von Familie Bennet. Und ja, Flowers of Passion. Ich habe es jetzt. Ich kann euch ja mal den Klappentext hinten vorlesen. Nie hätte Maddie Jennings sich träumen lassen, dass ihr neues Gartenprojekt in Los Angeles ihr Leben verändern könnte. Doch als die frisch getrennte Landschaftsarchitektin im Haus ihrer Auftraggeberin Valentina Connor auf deren Bruder Landon trifft, ist es sofort um sie geschehen. Auch der attraktive CEO aus San Jose ist augenblicklich von Maddie verzaubert. Ein Gefühl, das er seit dem Tod seiner Frau nicht mehr zugelassen hat. Aber sind Maddie und Landon bereit für eine neue Beziehung? Eine leidenschaftliche Liebe erblüht. Doch nicht nur die Vergangenheit, sondern auch Landons bevorstehende Abreise gefährdet ihr junges Glück. Ich glaube, das sind die. Weil da gab es einen Cousin, der Witwer ist und ein bisschen verbittert gewesen ist und sowas. Und ich würde sagen, das ist der erste Teil. Und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf das Buch. Mir hatten ja die anderen Bücher von Leila Hagen gut gefallen. Ich meine, bei der Diamonds for Love-Reihe waren halt auch so 2, 3 Teile dabei, die so ein bisschen schwach waren, die jetzt nicht ganz so überzeugend waren. Aber ich freue mich schon sehr hier drauf und ja, ich werde euch dann natürlich auch hier berichten, wie es mir gefallen hat, wenn ich es gelesen habe. Das Buch ist auch nicht allzu dick. Das hat 350 Seiten knapp. Also ich sollte das dann auch schnell gelesen haben. Ich bin jetzt natürlich im Zwiespalt. Ich lese jetzt Palace of Fire. Ich könnte ja nebenbei rein theoretisch noch ein zweites Buch anfangen. Und ich glaube, das wird, wenn auch Flowers of Passion. Ich habe ja noch von Brittany C. Cherry Die Ruhe vor dem Sturm. Aber das ist so ein Buch, da muss ich komplett, glaube ich, drin versinken. Und das kann ich nicht nur so nebenbei lesen. Deswegen werde ich dann Die Ruhe vor dem Sturm lesen, wenn ich Palace of Fire fertig habe. Und werde jetzt vielleicht nebenbei noch mit Flowers of Passion anfangen. Mal gucken, wie ich es so zeitlich schaffe von der Lesezeit her einfach. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die Geschichte. Ich habe jetzt sehr viel, sehr lang über alles erzählt. Ich werde wahrscheinlich am Anfang ein bisschen was wegkürzen, was mein Wutausbruch schon wieder betrifft, was Cat und Cold betrifft. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, bis später. Hallo ihr Lieben, heute ist Mittwoch, der 8. Juli und ich habe mir gedacht, ich melde mich hier nochmal ganz kurz so zu später Stunde. Es ist jetzt schon 21 Uhr und ja, ich werde jetzt gleich noch ein bisschen lesen. Ich habe bis eben mit der Tina bei Discord noch was ausprobieren wollen und dann waren dann aber noch 2 von unseren Zuschauern da, die freitags immer mit in den Streams sind und so. Und da haben wir gerade noch ein bisschen gequatscht und das war voll cool. Das hat voll Spaß gemacht. Ich stelle immer wieder fest, ne, Streamen und so, das ist schon irgendwie cool. Ja, auf jeden Fall war das gerade voll schön. Also, Tola, Fuchs, Rabe, Grüße gehen raus an euch an dieser Stelle. Ja, und ich werde jetzt gleich noch ein bisschen lesen und warten, dass mein Mann heimkommt. Der ist noch bei seinen Freunden.
Und ja, ich dachte, ich gebe euch noch ein kleines Update. Ich habe ein bisschen gelesen. Und zwar, wartet. Und zwar habe ich gelesen Palace of Fire von C.E. Bernard. Der dritte Teil der Palace of Glass Reihe. Ich weiß nicht, wie die Reihenbezeichnung ist. Ich werde es mir irgendwie nie merken. Wir sind jetzt auf Seite 159 heute. Und ich muss sagen, das Buch ist interessant, aber es fesselt mich einfach nicht. Also ich lese es und ich denke mir so, ja, ach, ja, ist ganz interessant, mal gucken, was jetzt passiert. Das könnte alles so schief gehen oder das könnte klappen, je nachdem, was man halt gerade so liest. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt, oh mein Gott, ich muss wissen, wie es weitergeht. Oh mein Gott, ich kann jetzt nicht schlafen, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Also so ist es nicht. Es ist halt so, es ist ganz nett, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, gib mir mehr. Also es ist ganz kurios, aber ich hatte es ja beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, der zweite Teil hat mich irgendwo verloren, weil das alles irgendwie nicht so war, wie ich mir das vorgestellt hatte und irgendwie alles ganz anders lief. Und ja, ich würde sagen, bis jetzt ist es okay, was wir so bis jetzt gelesen haben. Mal gucken, was jetzt alles noch passiert. Morgen haben wir nochmal einen relativ kurzen Leseabschnitt. Weil die Kapitel sind ja knappe 40 Seiten lang, ein Kapitel. Deswegen lesen wir im Moment nicht so viel an einem Tag. Morgen lesen wir, 40 Seiten genau. Und ja, da wird jetzt auch wieder nicht so viel passieren. Aber die Nina, mit der ich das zusammenlese und ich, wir haben ja Zeit und setzt ja niemand. Und ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich danach den vierten Teil noch lesen möchte. Diese Reihe ist ja als Trilogie konzipiert gewesen. Weswegen ich nicht weiß, ob ich jetzt den vierten Teil unbedingt noch lesen muss, weil, wie gesagt, die Bücher packen mich jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss unbedingt den vierten Teil lesen. Ich würde es halt immer noch vom Ende abhängig machen. Und wenn ich mit dem Ende so leben kann, wie es ist, dann lese ich nicht weiter. Und wenn ich mit dem Ende nicht leben kann, wie es ist, ich habe heute Bad Hair Day. Also wenn ich mit dem Ende leben kann, so wie es ist, dann lese ich nicht weiter. Und wenn ich mit dem Ende nicht leben kann, so wie es ist, dann werde ich mir den vierten Teil auch noch holen und lesen, dass ich das komplett habe. Aber ich weiß halt nicht, ob ich mir hier noch einen vierten Teil zu Gemüte führen möchte. Ja, aber bis jetzt ist es okay. Und dann habe ich gestern noch angefangen mit Flowers of Passion, verführerische Rosen. Was für ein dämlicher Titel. Von Leila Hagen. Sorry, aber der Titel ist wirklich dämlich. Und das Cover ist auch mega hässlich, aber das hatte ich, glaube ich, schon erzählt. Ich bin hier auf Seite 111 und diese Reihe, sie ist wie die Diamonds for Love Reihe und das sind tatsächlich die Connors, also die Verwandten von den Bennets und ich freue mich jetzt hier gleich noch ein bisschen weiterzulesen, weil das Buch entspannt mich echt beim Lesen. Es ist total kitschig und total überzogen und die Charaktere sind total stereotypisch, aber ich liebe es. Es macht so viel Spaß zu lesen und ja, ich habe gestern 111 Seiten hier gelesen. Ich werde heute werde ich sicherlich nicht so viel schaffen, weil ich dann auch relativ zeitig wieder ins Bett muss. Ich muss ja noch arbeiten. Noch anderthalb Tage, dann habe ich Urlaub. Und ja, aber das werde ich mir jetzt noch ein bisschen reinziehen, wie man so schön sagt. Und ich freue mich da jetzt drauf, hier weiterzulesen. Und ja, bis jetzt gefällt es mir richtig gut. Und ich wollte noch gucken, um wen es im zweiten Teil geht. Seht ihr? Das wollte ich mal noch machen. Da werde ich gleich nochmal im Internet schauen. Und ja, bis jetzt mag ich es aber sehr. Also jeder, der so die Diamonds for Love-Reihe, Green Mountain-Serie, sowas in der Richtung, wer solche niedlichen, süßen, übertriebenen, stereotypischen, kitschigen Liebesgeschichten mag, der ist hier genau richtig. Auch wenn das Cover hässlich ist und der Titel ein bisschen schwierig gewählt, nennen wir es so. Von meiner Trauer um Cat und Cole bin ich noch nicht ganz weg. Ich bin immer noch todestraurig, dass der dritte Teil nicht übersetzt wird, aber diese Wut ist so langsam wieder verpufft. Aber ich habe echt da keinen Bock mehr drauf auf die Kacke. Ansonsten ist bei mir seit Montag nichts passiert. Ich bin immer noch im Homeoffice, also da passiert ja nicht viel. Ich arbeite, Milo ist da, mein Mann ist da, ich bin hier, meine Bücher. Ja, ansonsten passiert ja hier nichts und deswegen höre ich jetzt auch auf, euch voll zu quatschen, weil ich eigentlich nichts weiter zu erzählen habe. Ich freue mich schon, am Freitag wird wieder gestreamt und wir fangen ein neues Spiel an. Ich weiß nur noch nicht was, ich muss mal gucken. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und jetzt höre ich auf, euch voll zu labern und sage, habt noch einen schönen Abend und bis dann. Tschüss. Hallo, heute ist Samstag, der 11. Juli und ich habe gerade meinen Lesemonat gedreht. Den muss ich dann noch schneiden und hochladen, dass der morgen online geht. Und ich dachte mir, ich melde mich gleich nochmal bei euch, wenn ich jetzt hier einmal alles aufgebaut habe. Ich musste jetzt nur gerade meine Brille aufsetzen, weil ich drehe ja immer, wenn ich die Lesemonat und sowas drehe, immer ohne Brille wegen der Spiegelung und so. Aber ich habe gerade gemerkt, dass mir so ein bisschen die Sicht verschwimmt. Deswegen musste ich mal meine Brille wieder aufsetzen und irgendwie habe ich das Gefühl, die ist schief.
Oder ich habe einfach einen schiefen Kopf. Das kann natürlich auch sein. Ja, auf jeden Fall wollte ich mich kurz melden, euch kurz ein Update geben. Es gibt nicht viel zu erzählen, außer ich habe Urlaub. Ich habe endlich Urlaub seit gestern Mittag und ich darf jetzt 14 Tage entspannen, rumgammeln, nichts tun, was ich sehr, sehr schön finde. Wir fahren ja nicht weg dieses Jahr im Urlaub. Also wir wären auch ohne Corona nicht weggefahren, weil wir umgezogen sind und der Umzug war echt teuer. Wir haben ja doch ein bisschen was Neues angeschafft und eine neue Küche gekauft und naja, kostet halt alles Geld. Und deswegen wäre ja Urlaub sowieso dieses Jahr nicht drin gewesen. Aber wir wollen so ein bisschen rumfahren. Wir fahren auf jeden Fall nach Leipzig nächste Woche Mittwoch und wollen dort mal ein bisschen shoppen gehen. Wir fahren ja immer nach Leipzig, wenn wir irgendwie frei haben. Fahren wir immer nach Leipzig, weil ich finde, Leipzig ist halt einfach eine schöne Stadt. Man kann dort gut bummeln gehen und es ist von uns halt auch nicht so weit weg. Also wir fahren ja nur etwas über eine Stunde bis nach Leipzig und das schafft man halt gut, an einem Tag hin und zurück zu fahren und es ist halt einfach mal was anderes zu sehen. Und ja, das machen wir auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch. Und ja, da schläft der Kleine auch bei meiner Mama. Also der ist nächste Woche Mittwoch bis Freitag, ist er bei Oma und verbringt da Zeit mit seiner Oma, mit seiner Hundeoma. Und ja, wir haben mal so ein bisschen Freizeit und da wollen wir mal so ein bisschen rumfahren und ein bisschen so für uns Dinge tun. Ich werde euch da jetzt nicht überall hin mitnehmen, weil ich halt einfach Urlaub habe und halt auch einfach mal abschalten möchte. Ich werde mich zwischendurch auf jeden Fall melden. Ich habe aber auch im Lesemonat heute schon gesagt, dass ich einfach Urlaub habe und einfach mal abschalten möchte. Und es halt sein kann, dass ich da halt auch kein Video jetzt weiter auf YouTube hochlade, wenn ich es nicht schaffe mit Drehen. Ich möchte mir da jetzt keinen Druck machen oder irgendwas. Deswegen, ich muss mal gucken, wie es im Urlaub läuft, wie ich Lust zu habe. Ich möchte auf jeden Fall ein, zwei Mal vielleicht noch streamen im Urlaub. Wie gesagt, das macht mir momentan ja sehr, sehr viel Spaß. Und ja, dann einfach mal gucken, wie es so läuft und was so geht. Und ja, vielleicht habe ich auch ganz viel Langeweile und setze mich hin und drehe 20 Videos. Ich weiß es nicht. Aber ihr seid es mal vorgewarnt, falls halt... Oh, hier ist ein Schnippel verrutscht. Also falls halt mal kein Video kommt. Ich habe einfach Urlaub und Freizeit und dann kann es halt einfach sein, dass da mal nichts kommt. Ja, so viel dazu. Kommen wir mal zu meinen gelesenen Büchern. Wir lesen immer noch Palace of Fire. Also heute, wenn wir den Abschnitt gelesen haben, sind wir auf jeden Fall so bei der Hälfte. Also das ist der Abschnitt hier von heute, das hier, das Stück, den muss ich noch lesen. Und dann haben wir die Hälfte gelesen. Ich bin momentan bei dem Stand, wenn ich den dritten Teil gelesen habe, ist für mich Schluss. Ich muss den vierten Teil nicht lesen, ich finde das Buch für mich sehr, sehr anstrengend im Moment. Ich komme mit dem Schreibstil auch einfach irgendwie nicht mehr so klar. Wie gesagt, der erste Teil, ich fand den damals mega, er hat mich ultra begeistert. Der zweite hatte mich dann ja irgendwo storytechnisch verloren und... Der hat mich bis jetzt nicht wieder eingefangen und ich würde sagen, wie gesagt, der Schreibstil ist für mich im Moment auch sehr anstrengend. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind es auch diese langen Kapitel, ne? Wir lesen heute von Kapitel 8 bis Kapitel 9 und das sind 50 Seiten. Ein Kapitel, 50 Seiten, verdammt. Was ist da los? Ich hasse sowas. Normales Buch hat da 5 Kapitel. Da weiß ich wenigstens, hey, ich habe was geschafft, aber so sage ich, hey, ich habe ein Kapitel gelesen. Wow, Erfolg. Nein, aber ich hasse so lange Kapitel. Mich nervt das ungemein. Deswegen, ja, bin ich halt auch gerade nicht so motiviert, dieses Buch zu lesen. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Palace of Fire ist jetzt gerade nicht so meine Geschichte. Und wenn das so bleibt, ist das für mich hiermit auch abgeschlossen, weil es ist ja offiziell eine Trilogie. Also ja, hier bin ich gerade nicht sehr... motiviert bei der Geschichte. Und ja, dann ist halt immer noch Flowers of Passion. Da bin ich auch so bei der Hälfte. Da bin ich irgendwie auch nicht dazu gekommen, gestern und vorgestern so richtig weiterzulesen. Beziehungsweise ich hatte nicht so die Lust, abends mich noch hinzusetzen und zu lesen. Ich habe halt lieber auf der Couch gechillt. Ich bin da ehrlich, ich bin im Moment so durch. Ich habe halt auch gestern und vorgestern auf Arbeit gemerkt, wo ich gearbeitet habe. Also ich arbeite jetzt von zu Hause im Moment, aber trotzdem. Ich habe gemerkt einfach, ich bin durch. Ich bin einfach nur durch, ich brauche einfach nur Freizeit, ich muss einfach mal nichts machen. Mich einfach hinlegen, vor mich hin Stoff wechseln, einfach nur existieren und sein, ohne irgendwelche Dinge zu tun. Und das habe ich halt echt gemerkt, dass ich das jetzt halt brauche und einfach nur da zu liegen und vielleicht irgendwelches dummes Fernsehprogramm auf mich niederrasseln zu lassen oder Netflix oder Amazon oder was weiß ich. Aber ich habe halt momentan nicht so den Antrieb, jetzt viele Dinge zu tun. Und das ist aber auch, glaube ich, normal, wenn man sagt, ich bin urlaubsreif. Und ja, deswegen, ich will jetzt auf jeden Fall gucken. Palace of Fire lesen wir jetzt rein theoretisch noch bis nächste Woche Donnerstag. Bis dahin will ich das Buch hier auf jeden Fall auch noch fertig bekommen. Und dann hatte ich mir ja vorgenommen, noch 2 weitere Bücher zu lesen diesen Monat. Und da muss ich mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Ich setze mich da jetzt aber auch nicht mehr unter Druck. Also ich bin weg von dem, ich muss 10 Bücher im Monat lesen. Also ich habe ja auch nicht mehr so viele Neuzugänge. Und von daher bin ich da ganz entspannt im Moment.
Und ja, Flowers of Passion gefällt mir immer noch gut. Es ist immer noch sehr stereotypisch, kitschig, überzogen. Aber so war ja die Diamonds for Love-Reihe auch. Also ich habe ja mit sowas keine Probleme. Ich liebe ja sowas ab und zu mal zu lesen zwischendurch. Und ja, ich mag das Buch, ich mag die Charaktere. Und ja, gucken wir mal, was da jetzt alles noch so passiert. Ja, ansonsten muss ich heute noch meinen Haushaltskram machen. Also ich muss noch meine Wäsche abnehmen und staubsaugen und staubwischen und was man halt alles so macht. Einmal den Boden wischen, das Bad putzen. Ja, das steht heute alles noch auf dem Programm. Und dann mal gucken. Da habe ich immer noch Milo. Der ist ja auch noch da. Der braucht ja auch ein bisschen Liebe und Beschäftigung. Oh mein Schatz, er liegt gerade unten auf dem Fußboden und guckt mich an. Und ja, mein Mann hat ja auch Urlaub. Der ist nur gerade einkaufen. Deswegen habe ich jetzt die Gelegenheit genutzt und gedreht, während er jetzt schnell einkaufen gefahren ist, schnell zu drehen, weil ich da halt mehr Ruhe habe. Und ich möchte ihn halt ungern ins Schlafzimmer verbannen, dass ich hier in Ruhe drehen kann. Das ist ja auch doof. Ja, der ist ja dann aber auch gleich wieder da. Der müsste jede Minute wiederkommen. Und ja, deswegen gucken wir einfach mal, was der Tag heute so bringt, was das Wochenende so bringt. Morgen ist der Plan, hier Rauchbomben hochgehen zu lassen. Das ist eine Story, ne? Ich habe vorgestern einen schwarzen Punkt bei Milo im Fell gefunden. Und habe den dann so runtergenommen vom... Jo, da war der Akku alle. Ich habe jetzt gerade keine Lust, das Ding nochmal auf der Kamera festzumachen. Ja, auf jeden Fall, wo war ich jetzt gerade? Ich habe einen schwarzen Punkt bei Milo im Fell gefunden. Und habe den dann so runtergenommen und wollte mir den gerade näher angucken, was das ist, da ist der weggesprungen. Und ich so, fuck. Oh mein Gott, war das ein Floh? Ich weiß nicht, ob es ein Floh war. Wir haben ja hier so kleine Springspinnen bei uns auch in der Wohnung. Die sind wirklich, die sind nur so groß, wenn die ausgewachsen sind. Das heißt, es hätte auch so eine Baby-Springspinne sein können. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich gleich Rauchbomben bestellt. Und die werden morgen hier gezündet. Weil falls es ein Floh war, muss dieser Floh vernichtet werden. Ich meine, wir haben hier gerade sowieso extrem viele Mücken in der Wohnung, weil wir halt hier überall den ganzen Tag die Fenster offen haben, damit hier Luft reinkommt. Und ja, ich voller Panik Rauchbomben bestellt und ja, die werden morgen gezündet und dann wird hier die Bude durchgeräuchert. Und dann wird dieser Floh, wenn es ein Floh war, vernichtet, hoffe ich. Ich hoffe, dass das was bringt. Ich habe gestern schon geguckt, wie man die Feuermelder abschraubt, weil die müssen abgemacht werden wegen der Rauchentwicklung. Mein Mann hat nur gesagt, ja, findest du das jetzt nicht ein bisschen übertrieben wegen eventuell einem Floh, so eine Rauchbombe hochgehen zu lassen, wenn es denn vielleicht überhaupt gar kein Floh war, wenn es vielleicht so eine Springspinne war. Ich sage, ich weiß es nicht, aber ich bin da eklig. Ich habe jetzt schon gestern den ganzen Tag gedacht, so, wenn das Vieh hier irgendwo rumspringt, was total dämlich ist. Ich weiß, Spinnen wohnen auch hier und Mücken und sowas, aber ich habe keinen Bock auf Flöhe. Ich habe Milo dann auch gleich gewaschen an dem Tag und wo sein Fell trocken war, habe ich gleich nochmal neues Floh- und Zeckenmittel drauf gemacht. Seitdem habe ich es ein bisschen verschissen bei ihm, weil er hasst dieses Zeckenmittel, aber es muss halt sein. Und ja, da habe ich dann das Zeug gleich nochmal drauf gemacht bei ihm. Und er kratzt sich auch nicht. Ich habe den Hund auch komplett abgesucht. Ich habe das ganze Fell komplett abgesucht, ob da irgendwo Bissspuren sind oder Flecken oder irgendwas. Aber nichts. Ich habe absolut null was gefunden. Und wie gesagt, er kratzt sich halt auch nicht und nichts. Und ja, deswegen gehe ich inzwischen davon aus, dass das wahrscheinlich nur eine Springspinne war. Aber ich bin jetzt absolut... im Moment und ich muss diese Rauchbomben hier zünden, dass ich einfach für mich im Kopf das Gefühl habe, ich habe alles getan, um diesen einen eventuellen Floh zu vernichten, dass ich mich hier selber wieder wohlfühle in meiner Wohnung. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich weiß, dass das echt bescheuert ist, aber ich bin da echt eklig bei sowas. Also bei Flöhen und auch so Milben und so ein Scheiß, ne, da hört es bei mir auf. Da hört es bei mir auf. Ich habe eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, wo ich gearbeitet habe, wo ich noch in meiner alten Abteilung war, die hat zwei kleine Kinder. Und die kam dann auf Arbeit und hat gesagt, ihre Kinder haben Läuse. Weißt du, wie ich von der weggegangen bin? Ich habe, ja, dass Kinder Läuse haben, ist halt einfach so. Aber die gehen halt ja auf jeden und die gehen auch auf Erwachsene. Und da fängt es wieder an, mich zu krabbeln. Also bei sowas bin ich echt einfach nur eklig. Und da krabbelt es mich und dann juckt es mich und dann fühle ich mich auch nicht mehr wohl. Und dann muss ich da Dinge tun. So, deswegen werden hier morgen die Rauchbomben hochgejagt. Um diesen einen eventuellen Floh zu vernichten, sofern er denn noch hier in der Wohnung ist. Ich weiß es nicht. Ja, das war so die Story noch meiner Woche. Ein Floh, eventuell Floh. Ja, gucken wir mal. Ansonsten, ich werde jetzt meine Wäsche erstmal abnehmen, das ganze Videogedönszeug auf den PC rüberschmeißen und schon mal alles rüberladen. Und dann werde ich schneiden. Und dann mich um Milo kümmern und dann gucken, dass ich das halt alles heute fertig bekomme, meinen Haushalt fertig kriege und dass ich morgen dann ein bisschen entspannen kann. Und morgen, wie gesagt, werden hier die Rauchbomben gezündet. Haha,
Wir gehen dann so lange zu meiner Mom. Ich habe schon mit Mutti heute telefoniert, dass wir dann morgen in der Zeit zu ihr kommen, weil wir müssen ja dann 2 Stunden hier die Wohnung verlassen. Und ja, mein Mann hat gesagt, er geht dann in der Zeit zum Sport und dann quartiere ich mich in der Zeit bei Mutti ein. Und wenn wir dann heimfahren, bringe ich Milo schnell zu meiner Oma. Die wohnt ja bei uns um die Ecke hier und dann lüften wir halt hier 1 Stunde durch, bevor ich Milo dann wieder herhole. Also der Plan steht. Ich bin gespannt, wie das morgen läuft. Wenn ich dran denke, kann ich euch morgen ja mal ein Update zu unserer Flo-Rauchbomben-Geschichte geben. Und ja, ich weiß, es ist total doof, wegen eventuell einem Flo, ich bin schon wieder unscharf, wegen eventuell einem Flo so einen Aufriss zu machen, aber ich bin da halt eklig. Kamera! Hallo, mich schafft denn, danke. Ich bin da halt einfach nur eklig. So, soviel zu dem Thema. Ich höre jetzt auf. Ich bin schon wieder unscharf, die Kamera hasst mich schon wieder. Ich würde sagen, ich melde mich später. Bis dann! Hallo! Heute ist Donnerstag, der 16. Juli, glaube ich, ist heute. Ja, heute ist der 16. Und ich dachte mir, ich melde mich mal ganz kurz vom Stream. Ich werde jetzt gleich den Stream anschmeißen und ein bisschen zocken heute Abend. Und ja, dachte mir, ich melde mich aber kurz vorher mal bei euch. Und ja, so sieht das, falls ihr euch immer gefragt habt, wie das aussieht, wenn ich streame. Da steht meine Karamalzflasche. So sieht das aus, wenn der Stream an ist. Und ja, ich dachte mir, ich sag mal kurz Hallo. Es gibt nicht viel zu erzählen. Es ist meine erste Urlaubswoche, heute ist Donnerstag. Ich habe viel gechillt. Wir haben Großputz in der Wohnung gemacht heute. Und ja, gestern waren wir in Leipzig, was ein bisschen schwierig war, weil es hat den ganzen Tag einfach nur geregnet. Und da war draußen rumlaufen natürlich nicht viel durch den ganzen Regen. Und wir waren dann noch im Nova Eventis. Wartet mal, nehmen wir schnell die Kopfhörer aus. Und wir waren dann zwar noch im Nova Eventis, wo es dann nicht geregnet hat, aber da musstest du ja die ganze Zeit mit dieser Atemschutzmaske rumlaufen, was halt auch absolut nicht schön war. Und ja, deswegen waren wir relativ zeitig dann gestern auch zurück, weil es einfach irgendwie keinen Spaß gemacht hat, gestern irgendwie rumzufahren und rumzulaufen. Weil, wie gesagt, aus Regen, dann Atemmaske, das war alles irgendwie nervig. Und ja, aber es war im Großen und Ganzen ein schöner Tag, ein entspannter Tag. Und ja, wie gesagt, heute haben wir mal uns in der Wohnung ausgetobt, Großputz gemacht, muss ja auch mal sein. Gelesen habe ich tatsächlich bis auf Flowers of Passion fertig. Nichts. Also ich habe Flowers of Passion Anfang der Woche beendet. Und ja, danach aber noch nichts Neues angefangen. Ich bin im Moment irgendwie nicht in Lesestimmung. Fragt mich warum. Es redet einfach nicht mit mir. Das Buch, was ich eigentlich lesen wollte. Ich wollte eigentlich von Brittany C. Cherry jetzt das neue Buch lesen und dann auch noch den zweiten Teil von Throne of Glass, aber irgendwie, ich weiß nicht, die reden gerade nicht mit mir. Ich habe gerade nicht so den Kopf zum Lesen, deswegen lasse ich es lieber, bevor ich dann die Bücher lese, mich durchquäle und mir denke so, hättest du es mal gelassen. Deswegen, ja, wenn ich jetzt halt gerade nicht lese, lese ich halt einfach nicht. Dann ist das so. Ja, jetzt wie gesagt, Stream anschmeißen, ansonsten gibt es auch nicht viel zu erzählen. Es ist wie immer das Gleiche, ich habe nichts gemacht, bin ja zu Hause den ganzen Tag und ja, wie gesagt, gestern in Leipzig war ein schöner Tag, aber halt nicht so entspannt durch den Regen. Und ja, jetzt werde ich ein bisschen Deponia spielen und ein bisschen Rätselraten weitermachen und ja, ich würde sagen, ich melde mich einfach die Tage nochmal, vielleicht am Wochenende und ja, vielleicht habe ich dann ein bisschen mehr zu erzählen und ja, ich mache jetzt Schluss, bevor ich wirklich nicht weiß, was ich erzählen soll. Wie gesagt, ich wollte mich einfach nur mal kurz melden, dass ich euch nicht vergessen habe, aber es passiert halt hier auch einfach nichts. Wir fahren ja auch nicht weg durch den Umzug und ja, wir sind zu Hause, deswegen alles beim Alten, alles wie gehabt und ja, bis dann. Hallo ihr Lieben, heute ist Dienstag, der 21. Juli und es ist schon recht spät. Ich habe es gerade eben gestreamt. Liebe Grüße an alle, die das sehen, die im Stream waren. Und ja, habe jetzt den Stream ausgemacht und bin echt übel müde. Ich frage mich, warum. Ich habe heute nichts gemacht den ganzen Tag. Und ja, war jetzt sehr, sehr müde. Und ich habe trotzdem gedacht, ich melde mich jetzt nochmal bei euch. Und ich werde jetzt diesen Stream hier an dieser... diesen Stream. Oh Gott. Und ich werde jetzt dieses Video dann hier mit diesem Abschnitt auch beenden. Ich gucke, dass ich das jetzt die Woche geschnitten bekomme, dass ich das Sonntag hochladen kann. Dann habt ihr am Sonntag wenigstens erstmal das Weekly Living von mir zu gucken. Und ich überlege mir dann für die nächste Woche wieder, was ich ganz normal wieder drehen kann. Dann haben wir nur eine Woche Videoausfall. Ich habe ja Sonntag gestreamt, also da kam ja auch irgendwas online von mir, buchtechnisch. Und ja, die Woche gibt es das Weekly Living. Und danach die Woche wieder gucke ich, dass ich ganz normal irgendwas ja, für euch machen kann. Aber dann hatte ich jetzt im Urlaub wenigstens so ein bisschen auch Urlaub und Freizeit von YouTube.
Wobei, ich habe heute früh 2 Stunden Life is Strange aufgenommen für Samstag und nächsten Dienstag. Ich habe da ja mich entschieden, die Folgen länger zu machen, damit ich dieses Let's Play von diesem Spiel nicht bis Ende des Jahres ziehe. Weil wenn ich ja nur 2 Folgen die Woche hochlade und die gehen nur 20 Minuten, das Spiel insgesamt geht, glaube ich, so um die 16 bis 20 Stunden. Könnt ihr euch selber ausrechnen, wie lange das jetzt gehen würde, dieses Let's Play. Und da habe ich keine Lust zu und deswegen dachte ich mir, mache ich lange Folgen und dafür dann halt weniger. Ein bisschen schneller durch. Das heißt für mich aber, ich muss mehr aufnehmen, es kostet mich mehr Zeit, das geht alles schneller für mich. Und ja, deswegen habe ich heute früh gleich mal 2 Stunden aufgenommen. War wieder sehr, sehr unglücklich mit der Aufnahme, weil dieser Hall hier in diesem Zimmer, das ist einfach ekelhaft. Das hallt ohne Ende. Ich hatte mir die Tage einen neuen Mikrofonarm bestellt. Der kam jetzt endlich, weil mein alter Mikrofonarm ist gebrochen. Da ist eine Schraube überdreht gewesen und ich hatte es nicht mehr gehalten. Ich vermute, dass das mit dem hier auch wieder passieren wird, weil das Mikro einfach wahrscheinlich zu schwer ist für diese Halterung. Obwohl da steht, dass das bis 2,5 Kilo, glaube ich, trägt. Also, ja. Gucken wir mal, wie lange das jetzt mit dem Mikroarm ist. Aber auf jeden Fall habe ich auf den auch 2 Jahre Garantie. Der ist auch schon ein bisschen stabiler wie der alte. Auf jeden Fall halt es in diesem Zimmer. Und immer, wenn ich spiele oder irgendwas aufnehme, habe ich diesen Hall halt drauf. Und das nervt mich. Das nervt mich so ungemein. Deswegen hat mein Schatzi mir jetzt heute noch zur Schallreduktion hier so Akustik-Schaumstoff bestellt. Und den gucken wir, dass wir, wenn der die Woche eventuell noch kommt, dass wir den noch anbringen. Und dann habe ich hoffentlich nicht mehr so einen Hall hier in dem Zimmer. Es ist so ätzend. Ja, ansonsten, ich habe die Woche nichts gemacht. Das ist ja heute aus Dienstag. Ich habe auch letzte Woche nichts gemacht. Wir waren ja am Mittwoch letzte Woche in Leipzig. Ich glaube, ich habe mich danach nochmal gemeldet. Und ja, dann die restliche Woche ist bei uns nichts passiert. Wir haben einfach nur rumgechillt und rumgegammelt. Gelesen habe ich nichts. Ganze letzte Woche, ich habe Anfang letzter Woche, glaube ich, da hatte ich mich noch gemeldet. Oh, ich weiß gar nicht, woran ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Ne? Ich bin schon wieder so verbasselt mit allem. Ja, ich glaube, ich hatte mich Anfang letzter Woche noch gemeldet. Da habe ich dann noch Flowers of Passion, heißt die Reihe, glaube ich, zu Ende gelesen. Also die Connor-Reihe von Diamonds for Love. Das Spin-off quasi, wo es um die Familie Connor geht. Das habe ich Anfang letzter Woche, glaube ich, beendet, das Buch. Und danach habe ich kein Buch mehr angefasst. Und dann hatte ich ja gesagt, dass ich diesen Monat noch Throne of Glass lese. Und ich habe mir jetzt mal Markierungen gemacht, wie viel ich jeden Tag lesen muss, dass ich bis Monatsende noch durchkomme. Ich habe jetzt die ersten 2 Abschnitte gelesen und bin auf Seite 109. Also ein Stück habe ich jetzt gelesen. Und ich muss sagen, es läuft sehr, sehr gut. Also ich weiß noch damals, dass es mir beim ersten Teil leichter gefallen war, ihn zu lesen, weil ich halt das Buch auch noch nicht kannte. Und ich hatte ja jetzt beim Reread vom ersten Teil so ein bisschen Probleme, weil ich halt einfach so die ganze Zeit das Gefühl hatte, das ist jetzt gerade alles nicht wichtig, was ich hier lese, weil sich ja im dritten Teil sowieso alles nochmal ändert. Und war da so ein bisschen so mi und meh. Und ja, war da so ein bisschen nicht motiviert, das Buch zu lesen. Aber ich weiß ja, was hier in diesem Buch noch so im Groben passiert. Und da habe ich mich einfach sehr drauf gefreut und deswegen... Ja, lese ich das hier auf jeden Fall mit mehr Freude und mehr Elan. Und ja, ich denke, dass ich da auf jeden Fall hinkomme. Ich habe mir das jetzt so eingeteilt, dass ich jeden Tag so 50, 60 Seiten habe. Das ist ja nicht viel. Und dann komme ich bis zum 30. Juli quasi hin. Wenn ich die nächsten 2, 3 Tage mehr Lust habe, noch zu lesen, dann kann ich ja auch mehr wie einen Abschnitt lesen. Dann bin ich vielleicht schon eher fertig. Aber ich sollte den 2. Teil von Throne of Glass auf jeden Fall diesen Monat noch schaffen. Und dann will ich gucken, dass ich nächsten Monat jetzt gleich zum Anfang August den 3. Teil hinterherjage, dass ich das weg habe. Weil der 3. Teil, ich weiß noch, ich habe mich ein bisschen gequält damals und ich fand den ja auch nicht so gut. Ich weiß, dass das daran lag, dass Chowl dann weg war und ich bin ja so ein riesiger Chowl-Fan. Ich merke das jetzt halt auch beim 2. Teil wieder, dass ich Chowl einfach liebe. Und der war ja dann im 3. Teil einfach weg. Ich weiß, dass er mit Tower of Dawn, mit dem 6. Band, weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, ja seine eigene Geschichte quasi bekommt und sein eigenes fettes Buch bekommt, aber er ist dann halt erstmal weg. Und das ist halt doof. Ja. So viel dazu. Auf jeden Fall, ja, ist das jetzt der Plan, was das Lesen betrifft. Wenn ich mit dem hier fertig bin und ich habe danach riesen Bock, will ich endlich mal noch das Brittany C. Cherry Buch lesen, was ich ja hier schon seit Tagen rumkolon habe. Das muss ich auch endlich mal tun.
Und ja, ansonsten gibt es lesetechnisch nichts zu sagen. Ich sehe gerade, dass der Grashüpfer, der da oben gestern schon saß, immer noch da oben sitzt. Ist nicht gut. Ich glaube, der ist tot. Der arme Grashüpfer. Ich komme nur da oben nicht an die Decke, um den wegzumachen. Muss ich mal. Ah nee, ich glaube, der lebt noch. Ich glaube, der zappelt und zuckt. Ich muss gleich mal meinem Mann Bescheid sagen, dass der immer noch da oben sitzt. Aber ich hatte halt gedacht, wir lassen ihn einfach sitzen und lassen halt das Fenster auf und er hüpft von alleine wieder raus. Aber der Grashüpfer, wir nennen ihn jetzt mal Jiminy. Auch wenn Jiminy eine Grille ist und kein Grashüpfer. Aber egal. Ja, Jiminy sitzt auf jeden Fall immer noch da oben. Und ich befürchte, wenn der weiter da oben sitzen bleibt, wird er es nicht überleben. Deswegen muss ich jetzt mal meinem Mann gleich Bescheid sagen, dass der ihn mal rausschmeißt. Ich will sagen, ich komme da einfach nicht hoch oder auf den Drehstuhl mich hier stellen, ist ein bisschen schwierig. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich habe nichts gemacht die ganze Woche. Ich habe einfach nur gechillt, rumgegammelt, mich von links nach rechts geworfen auf der Couch. Wirklich, ich habe den gestrigen Tag mich wirklich nur auf der Couch umgekullert. Und ja, klar, ich war halt zwischendurch mit Milo draußen, habe mich auch mit meiner Oma getroffen und alles. Aber ansonsten, ich habe nichts gemacht und es war so geil. Es war so geil. Einfach mal nichts tun ist so richtig toll. Ja, ansonsten, ich bin halt immer noch in meinem Leseloch. Ich weiß nicht, was schon wieder los ist bei mir mit dem Lesen, aber ja, ich bin halt gerade in so einem richtigen Leseloch. Ich hatte es ja am Sonntag im Stream schon gesagt. Ich weiß nicht, wer den Stream auf YouTube geguckt hat von euch oder nachgeguckt hat. Ich bin momentan nicht so motiviert, Videos zu drehen. Ich lese halt im Moment auch nicht viel und ich habe halt einen Bücherkanal im hauptsächlichen Sinne, klar. Ich mache jetzt hier auch Spielevideos und sowas. Aber das mache ich ja auch, weil mir das halt auch gerade Spaß macht. Und ja, weil ich halt auch, ich lese halt auch nicht viel. Ich spiele halt im Moment viel mehr am Computer oder an der Playstation und so. Und dadurch lese ich halt nichts. Und wenn ich halt nichts lese, kann ich euch halt auch nichts präsentieren auf meinem Kanal, was halt auch natürlich wieder doof ist, weil dann keine Videos kommen. Also, ja. Wenn in nächster Zeit halt nicht so viele Videos kommen, ich weiß, ich habe ja die Büchervideos schon reduziert auf eins die Woche, aber wenn halt jetzt unregelmäßiger wieder was kommt, dann weiß ich halt einfach nicht, was ich drehen soll. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob es einfach am Urlaub liegt und ich halt einfach gerade in so einem ach, alles egal, Vibe bin und gerade in so einer Entspannungsphase, aber ich bin momentan halt einfach auch null motiviert, mich irgendwie hinzustellen und Videos zu drehen. Es ist halt auch furchtbar anstrengend für mich immer im Sommer, also es ist jetzt nicht nur in dieser Wohnung so, es war auch in den letzten Wohnungen so, im Sommer Videos zu drehen. Wer das schon mal gemacht hat, der weiß warum. Es ist warm, du hast das Licht und man fängt an zu schwitzen und dann sitzt man die ganze Zeit da, da läuft einem die Soße und dann versucht man trotzdem ordentlich auszusehen und sich Mühe zu geben. Dann ist der Kopf aber eigentlich Matsche, weil es so heiß ist. Und also ja, im Sommer YouTube-Videos drehen finde ich absolut unschön. Das ist halt auch noch so ein Grund, warum ich gerade nicht motiviert bin dazu. Also ich habe hier immer noch meine Liste mit, Gott, meine Sauklaue. Ne? Wenn ich immer schnell schreibe, habe ich übrigens eine Sauklaue. Gut, ich habe auch so eine Sauklaue. Auf jeden Fall habe ich immer noch meine Liste mit den Videovorschlägen und Wünschen. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, hatte mir unter das Video vom Sonntag, wo ich gestreamt hatte, ja geschrieben, ich könnte ja auch was über Filme und Serien machen oder Buchverfilmungen und. Dabei ist aber das Problem, ich gucke keine Filme im Moment und ich gucke auch keine Serien. Und Buchverfilmungen war, glaube ich, Palem oder Das Schicksal des Amisa Farida die letzte, die ich gesehen habe. Und darüber habe ich damals schon gesprochen gehabt. Also, danke für deinen Vorschlag. Ich weiß gerade nicht, mein Handy liegt auch gerade nicht hier. Das ist in der Stube, ich kann gerade nicht gucken. Danke für deinen Vorschlag. Ich habe dein Profilbild vor Augen. Ich weiß gerade aber nicht deinen Namen. War das irgendwas mit Dragon? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall danke für den Vorschlag, aber ich werde es nicht umsetzen können, weil wie gesagt, ich gucke im Moment nicht wirklich Filme und Serien. Ich bin halt momentan hauptsächlich bei Twitch am Gucken und da gucke ich andere Streamer oder ich gucke halt YouTube-Videos von anderen Leuten. Also ja, da kann ich halt im Moment nicht wirklich was erzählen, also fällt das für mich auch raus. Also ja, meine Interessen, wie ihr merkt, sind momentan halt echt ein bisschen schwierig. Deswegen müssen wir mal gucken. Ich wollte jetzt aber halt auch nicht wieder komplett den Kanal lahmlegen. So für 2-3 Monate, weil ich habe das letztes Jahr gemerkt, da hatte ich den ja wirklich, habe ich mich ja wirklich für 2 Monate rausgenommen, weil ich wirklich in so einem Tief war und es war für mich unglaublich schwer, dann wieder da reinzukommen nach diesen 2 Monaten.
Und deswegen denke ich mir, wir lassen das und ich mache einfach irgendwie weiter. Obwohl das ja auch nicht gut ist. Und eigentlich denke ich mir, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann sollte ich einfach aufhören. Aber dann denke ich mir, nein, ich habe ja Lust. Ich will ja irgendwas machen, aber ich will halt nur gerade nicht im Moment dieses Bücherthema so machen. Das, versteht ihr, was ich meine? Das ist gerade ganz schwierig, was in meinem Kopf da vorgeht. Aber ja, ich weiß, ihr habt ja auch bestimmte Erwartungen an mich und ihr habt ja auch bestimmte Wünsche und euch interessieren ja auch bestimmte Dinge. Und ich weiß ja auch, dass euch dieser Gaming-Content größtenteils halt auch nicht interessiert. Und ach, also man macht sich so sehr eine Rübe und so seine Waffe. Klar sagen die Leute immer, mach doch das, was du gerne machst, mach das, wo du Spaß dran hast, aber man denkt sich ja trotzdem, man möchte ja die Leute, die eine gewisse Erwartungshaltung ja auch an einen haben, auch nicht enttäuschen. Das ist halt schwierig. Deswegen, ich muss da erstmal irgendwie wieder meinen Groove finden, meinen Flow finden und ja, ich muss mal gucken. Und wenn es gar nicht läuft, dann mache ich halt doch nochmal eine längere YouTube-Pause. Dass ich sage, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ach, irgendwie ist das Licht, jetzt bin ich, eben war ich noch gelb, jetzt bin ich nicht mehr gelb, naja, egal. Auf jeden Fall, ja, wenn es gar nicht mehr geht, dann werde ich sagen, YouTube, Schluss, aus, Ende, Feierabend. Dann mache ich dort eine längere Pause, weil, ja, es bringt ja dann auch nichts, wenn ich das alles nur noch mit halbem Arsch mache, auf gut Deutsch. Habt ihr keinen Spaß dran? Habe ich keinen Spaß dran? Deswegen müssen wir mal gucken, wie das hier so sich entwickelt in den nächsten Wochen. Ja, jetzt habe ich ziemlich viel erzählt. Also, wie gesagt, Urlaub ist total tiefenentspannt. Ich mache nichts. Habe heute gestreamt, war voll ein schöner, entspannter Stream. Also am Anfang, ich habe DBD gespielt im Stream und war heute einfach nur ein Kack. Also DBD lief heute überhaupt nicht im Stream. Ich bin nur gestorben, hatte nur blöde Killer, blöde Mates und ach, es war alles irgendwie Kacke. Und das hat dann auch null Spaß gemacht. Und dann haben wir noch ein bisschen Deponia gespielt, eine Stunde oder anderthalb. Und ja, das war dann lustig. Wir haben uns für Deponia, habe ich mir eine Liste gemacht auch, was ich jetzt als nächstes in diesem Spiel alles tun muss. Und das ist eine verdammt lange Liste. Und ich denke mir so, wie soll ich mir das alles merken? Deswegen habe ich es mir dann aufgeschrieben. Und ja, so viel dazu. Also wir spielen im Stream gerade Deponia. Das ist so ein Click-and-Point-Adventure. Macht ultra viel Spaß. Und mehr habe ich jetzt auch gerade nicht zu erzählen. Es ist sehr spät. Ich gehe jetzt ins Bett gleich. Also ich werde mich jetzt noch ein bisschen auf die Couch setzen zu meinem Männer. Und wir gucken uns noch irgendwas an. Keine Ahnung. Und dann gehe ich ins Bett. Und dann gucke ich, dass ich morgen oder so den ganzen Krams hier für das Weekly Living noch geschnitten bekomme. Dass das am Sonntag online geht, dass ihr auf jeden Fall ein Video habt. Und ja, ansonsten gibt es jetzt auch erstmal nichts weiter zu erzählen. Deswegen halte ich jetzt meine Klappe. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und einen guten Start in die nächste Woche, wenn das am Sonntag online geht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und da meldet sich nochmal die Stimme aus dem Off. Ich bin gerade dabei, dieses Weekly Living zu schneiden und habe festgestellt, dass ich euch was sehr Wichtiges gar nicht erzählt habe. Nämlich, ich habe Palace of Fire abgebrochen, bei der Hälfte ungefähr. Und ja, die Nina hat es auch abgebrochen. Ich habe dann die letzten zwei Kapitel dieses Buches, also was 80 Seiten waren, quer gelesen, weil ich einfach wissen wollte, was am Ende noch passiert. Und ja, ich habe nichts verpasst. Also ich habe Palace of Fire bei der Hälfte ungefähr abgebrochen. Also diese Geschichte nahm dann Wendungen an, die einfach nur lächerlich waren. Das Ganze gipfelte sich einfach für mich in einer Unglaubwürdigkeit und in einer Sinnlosigkeit, die ich halt auch überhaupt nicht mehr nachvollziehen konnte. Es war für mich einfach alles nur noch absolut überzogen und lächerlich, was da passiert ist. Und ich war mit dem Verlauf der Geschichte, wie sich das entwickelt hat, wie die Charaktere sich entwickelt haben, ich war damit überhaupt nicht mehr einverstanden. Und ich fand es einfach nur nicht gut. Also ich fand es einfach alles ein bisschen schwachsinnig teilweise auch und an den Haaren herbeigezogen. Da war für mich teilweise keine Logik dahinter. Und ja, auch wie die Charaktere agiert haben, gehandelt haben. Ich konnte es einfach nicht mehr nachvollziehen. Und ich war dann einfach irgendwann an einem Punkt, wo ich einfach dachte so, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann mir diese Scheiße hier einfach nicht mehr geben. Und ja, deswegen haben die Nina und ich dann beschlossen, dass wir dieses Buch abbrechen. Also ja, nur nochmal für euch zur Info, falls ihr euch wundert, dass zu Palace of Fire nichts mehr kam. Ich habe das Buch abgebrochen und habe dann aber in dem Zeitpunkt, wo ich es abgebrochen habe, dann halt auch, glaube ich, eine Woche lang
keinen Abschnitt mehr fürs Weekly Living gefilmt und dadurch ist das dann irgendwie untergegangen, dass ich euch das irgendwie erzähle. Ja, also Palace of Fire ist abgebrochen, war überhaupt nicht mehr meins. Das Ende war auch, also ich habe das Ende gelesen, die letzten zwei Kapitel, und das war für mich auch irgendwie alles, aha, okay. Also ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, irgendwie einen vierten Teil zu lesen mit dem Ende. Ich bin mit der Geschichte durch. Für mich entwickelte sich die Reihe leider nicht gut, was mich sehr, sehr traurig macht, weil der erste Teil hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Aber also ja, das ist definitiv eine Reihe, die bei mir ausziehen wird. Also ja, nur, dass ihr die Info habt, was mit Palace of Fire eigentlich passiert ist. Yay! Immer wieder schade, wenn Reihen sich so entwickeln. So, jetzt bin ich aber auch wirklich raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.